Wichtig ist, das ist mir insgesamt, dass wir in der Jugendarbeit darauf achten, dass wir das Engagement, die Ideen, die Leistung von Jugendlichen vor den Vorhang bringen. Ich möchte entgegenwirken dem Trend oder den Aussagen, die man ja auch immer hört, die Jugend ist zu wenig interessiert, sie sei angeblich zu wenig engagiert, das stimmt beides nicht. Wer mit der Jugend in all ihren Facetten zu tun hat, weiß, dass Jugendliche in vielen Bereichen hoch engagiert sind und auch voll von kreativen Ideen sind und dass wir auch die Aufgabe haben, im Sinne einer breiteren Gesellschaftsbildung in den Vordergrund zu bringen, was junge Leute in dem Land leisten, was junge Leute in dem Land tun. Und eine wesentliche Aufgabe ist auch dafür zu sorgen, dass sie sich beteiligen können an verschiedenen Prozessen, an Aufgabenstellungen, die sie selber auch treffen, schlichtweg ihr eigenes Lebensumfeld, wo es immer auch möglich ist, aktiv mitgestalten können. Im Bereich der Gemeinden unterstützen wir aktuell über 30 Gemeinden mit Förderung, Unterstützung, Beratung in der Entwicklung und Umsetzung von Kinder- und Jugendbeteiligungsprozessen. Als konkrete Beispiele, um eine Idee davor zu kriegen, was das bedeutet, kann man nennen, dass es Kindercafés gibt, wo Kinder in die Rolle der Gastgeber oder Gastgeberinnen schlüpfen und dort erste Erfahrungen machen, was es heißt, mitzugestalten und andere Menschen aber als Gastgeber zu begrüßen und da Verantwortung zu übernehmen in einem Rahmen, der für Kinder auch geeignet ist. Auch für das AHA ist das Jahr der Jugendarbeit in seinem jetzt mehr als 20-jährigen Bestehen wiederum ein Highlight. Als Anlaufstelle für Radlberg zu allen Jugendfragen und als Drehscheibe für Jugendthemen konnten wir im Vorjahr ungefähr 18.000 Anfragen beantworten zu zahlreichen unterschiedlichen Themen. Wir setzen monatlich auch jeweils ein Schwerpunktthema, sei es Auslandsaufenthalte, sei es Bewerbung, sei es Ferien, Job, Studium, Umwelt oder Menschenrechte. Und natürlich auch auf internationaler Ebene waren wir wiederum sehr aktiv. Zusammenfassend, das Jahr der Jugendarbeit wurde von den neuen Bundesländern und von Südtirol, die haben sich auch hier beteiligt, der deutschsprachige Teil, und dem Bundesministerium ins Leben gerufen, um einfach aufzuzeigen, wie vielfältig, wie bunt das Feld der Jugendarbeit ist und welche großen Impulse von Seiten der Jugendarbeit auch für die Erwachsenengesellschaft geleistet werden.